Herzlich willkommen bei JG Kritik und ja, heute geht es ein allerletztes Mal um Nonstop. Und vielleicht kann der ein oder andere diesen Film einfach nicht mehr hören oder sehen, aber eins weiß ich, ihr habt euch am meisten auf diesen Film gefreut, laut JG Kritik Umfrage, und daher werde ich auf jeden Fall jetzt hier meine Kritik veröffentlichen. Schaut euch den Trailer an und dann kommt meine Kritik dazu. Ich hasse das Fliegen. Die Schlangen, die Menschenmassen, die Verspätungen. Mir hat es irgendwie immer gefallen, 6 Stunden. Auf einem Platz, ungestört. Ladies and Gentlemen, willkommen an Bord unseres Non-Stop-Fluges von New York nach London. Fliegen Sie viel? Eigentlich die ganze Zeit. Jemand hat gedroht, alle 20 Minuten einen Passagier auf diesem Flug zu töten. Es sei denn, 150 Millionen Dollar werden auf dieses Konto überwiesen. Wir sind mitten über dem Atlantik, voll besetzt. Wie will er damit durchkommen? Ladies and Gentlemen, ich muss Sie nun bitten, alle die Hände über den Kopf zu nehmen. Das ist kein guter Vorschlag. Oh, Marshall! Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was Sie vorhaben! Agent Marks, das Konto, das Sie uns genannt haben, läuft auf Ihren Namen. Was? Das ergibt keinen Sinn. Da kann was nicht stimmen. Hier geht noch irgendwas anderes vor sich. Das Weiße Haus und Interpol bestätigen Berichte, dass ein internationaler Flug von einem Air Marshal entführt wurde. Agent Marks, eine Kampfjet-Eskorte hat Sie im Visier. Können Sie mich verstehen? Uns läuft die Zeit davon. Können Sie das verstehen? Ich entführe dieses Flugzeug nicht! Ich will es retten! Nonstop geht 106 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Im Film geht es um Liam Neeson, der hier einen Air Marshal spielt, ja, welcher einen ziemlich schwierigen Background hat, sowohl seine Tochter verloren als auch Alkoholprobleme. Trotz dessen wird er hier als Air Marshal eingesetzt, denn diese gibt es seit dem 11. September und es sind mal zwei in einem Flug, gerade auf Langstreckenflüge, die dann diese Flugzeuge beschützen sollen auf diesem Flug. Und ja, dieser Job kann ziemlich langweilig werden, ist er auch normalerweise, da selten was passiert. Allerdings in diesem Fall passiert etwas, denn in einem gesicherten Netzwerk aufs SMS-Basis, schreibt jemand und schickt jemand eine Drohung los, dass alle 20 Minuten auf diesem Flug jemand sterben wird. Und diese Drohung wird erst recht wenig ernst genommen, doch auf einmal wird diese Drohung ziemlich ernst, als dann jemand stirbt. Und noch dazu merkt Liam Neeson, beziehungsweise hier der Air Marshal, dass das Ganze so aussieht, als würde er selber diesen Flug entführen, was man ja schon im Trailer zu sehen bekommt. Und ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, sonst ist ja die Luft bei Thrillern immer so raus, deshalb den Film kann man so oder so, auch wenn er super gut ist, nicht zweimal hintereinander gucken, aber dazu kommen wir natürlich jetzt. Denn dieser Film ist meiner Meinung nach wieder einmal einer der super Top-Thriller-Filme. Denn man musste mal so ein bisschen gucken, was hat ein Film für Möglichkeit, und das, jetzt kommt zu mir das Besondere, ich finde, dass dieser Film einfach mal wieder das Medium Film, also Bewegtbilder und Ton, einfach mal richtig ausnutzt. Also man hat hier nicht irgendwie nur langweilige Bilder, nein, da haben sich Leute Gedanken gemacht, sich hingesetzt und gesagt, okay, wie machen wir das Ganze, dass das Ganze spannend wird, und zwar ohne, dass wir da irgendwie einen Overlay-Sprecher machen, der das einem erklärt, ja, jetzt wird's spannend. Nein, man zeigt das Ganze hier ganz geschickt, indem man wirklich einfach ein bisschen teilweise aus der Perspektive von Liam Neeson, jetzt nicht aus der Kopfperspektive, man guckt immer so ein bisschen mit der Kamera, kommt man immer nah an die Leute ran und die Leute gucken dann vielleicht mal schief oder gucken ein bisschen komisch oder tippen mit einem Stift oder so und man weiß wirklich nicht, ist es jetzt der, ist es der, ist es der, wer ist es jetzt überhaupt, wer ist hier der Bösewicht? Und das macht hier die Kamera einfach ganz toll, dass man immer so nah an die Leute rankommt und immer auch vielleicht mal nur die Augen oder mal nur die Füße hat oder so, ist der jetzt nervös, macht er jetzt gerade irgendwas Auffälliges, und dann denkt man, der muss es sein, aber dann ist das doch nicht. Und noch dazu hat man den Sound ganz geschickt eingesetzt,
jetzt denn absolut besonders hier dieser Sound, der immer, wenn die SMS von dem Bösewicht eintreffen beim Handy von Marshall, hat man immer so ein Klingen und dieses Klingen zeigt dann schon immer, okay, jetzt muss was passiert sein und das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Markenzeichen und hier mit dem Sound wieder ziemlich gut vermixt. Absolut toll ist natürlich auch der Sound von allem anderen, also beispielsweise vom abstürzenden Flugzeug. Aber das war jetzt einfach nur die technische Seite, denn jetzt kommen wir zu der schauspielerischen und inhaltlichen Seite, denn die ist genauso gut getroffen. Also man hat hier Liam Neeson auf der einen Seite, der ist wunderbar. Und dann hat man diese wirklich spannende Geschichte, die sich von vorne noch ein bisschen aufbaut. Also da hat man noch nie diese Spannung drin, aber auf einmal, wo dann wirklich dieses klar wird, das Flugzeug wird entführt, ist da sowas von viel Spannung drauf, die wirklich bis zum, ja, fast bis zum Ende einfach komplett drin bleibt. Bis dann, jetzt kommt mein einziger Kritikpunkt, bis zum Ende, wo dann einfach mal das Ganze, also wenn alles aufgelöst ist, recht schnell so in diesen Abspann wieder abgleitet. Und da finde ich, dieser Film wirkt schon ziemlich kurz, obwohl es 106 Minuten lang dauert. Also das ist schon relativ lang. Trotzdem habe ich das Gefühl, dieser Film könnte gut noch 10 Minuten länger sein, weil er halt so spannend ist. Und ich finde, man hat sich einfach am Ende, obwohl dieser Film insgesamt einfach total originell gemacht ist, also wirklich mal nicht so diesen 0815-Thriller da gemacht, sondern man hat sich hier tatsächlich hingesetzt und gesagt, jetzt machen wir mal was anderes. Nein, am Ende, finde ich, wird der Thriller wieder so ein bisschen 0815-mäßig und man ist dann so doch recht einfach dann in den Schluss abgeglitten. Ich finde, da hätte man auf jeden Fall noch was machen können und mein Vorschlag ist jetzt für die Leute, die den schon geguckt haben, man hätte am Ende, finde ich, noch so ein bisschen Verhör machen können und auch so ein bisschen Polizeisachen, aber mehr will ich auch nicht verraten. Ihr könnt ja einfach mal in den Film reingucken und mir dann sagen, ob ihr mir jetzt mit Verhör und so weiter mal zustimmen würdet. Denn ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr von diesem Film halten werdet und ich hoffe mal, dass ihr ihn noch anschauen werdet. Ich hatte dazu auch eine Verlosung gemacht und ich würde mich freuen, falls die Gewinnerin, es war eine Gewinnerin, dieses Video hier gerade sieht, wäre super, wenn die mal einfach irgendwo kommentiert oder irgendwo was sagt, ich habe alles bekommen, es ist alles super gelaufen, ich habe den Film schon gesehen und so weiter und so weiter. Würde mich riesig freuen, wenn ich eine Rückmeldung bekomme, damit ich weiß, klappt das alles wunderbar. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich auch über euer Feedback zu meiner Kritik hier freuen und insgesamt bekommt dieser Film als Thriller, Action-Thriller, ich kann das Wort manchmal nicht so schnell aussprechen, als Action-Thriller 8 von 10 möglichen Punkten, denn da ist er wirklich saustark. Insgesamt gibt es 7 von 10 möglichen Punkten, denn das Ende könnte besser sein und es gibt auch zwischendurch mal so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Ungereimheiten. Zum Beispiel finde ich es ziemlich unlogisch, dass jemand mit so schwerer Vergangenheit als Air Marshal eingesetzt wird, da sowas eigentlich in den USA ziemlich kontrolliert wird. Wen setzt man jetzt hier in eine richtige Position rein? Und das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber na gut, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Insgesamt 7 von 10 möglichen Punkten. Und damit würde ich euch jetzt einfach mal gleich in die Endcard entlassen. Ansonsten könnt ihr nämlich da oben noch zu einer anderen Kritik kommen. Need for Speed schaut auf jeden Fall mal rein. Erwartet uns in der nächsten Woche in den deutschen Kinos. Darunter kommt ihr zu Transformers und hier die Abo-Buttons da oben, Facebook und hier eine Umfrage. Auf jeden Fall mal dran teilnehmen. Okay, und jetzt, ich muss mal darauf achten, dass ich nicht so schnell verplappere. Schreibt bitte auch mal in die Kommentare, falls ich euch zu schnell rede und so weiter, weil ich überlege immer, die Videos müssen eigentlich, dürfen nicht viel zu lang werden, aber auch nicht viel zu kurz. Ich bin da wirklich immer für Rückmeldung bereit und das bitte alles in die Kommentare. Okay, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video DVD-Kritik, DVD-Review, Trailer-Check oder etwas ganz anderem wieder mit dabei seid. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.